eine Vorfall bringt unseren ganzen Kreis in Verruf. Und deshalb ist auch Herr Tönnies in der Pflicht, den Schaden wieder gut zu machen. Das hat uns tatsächlich viel Kraft und Zeit gekostet, um das Interview zu bekommen mit Anwerfen. Und die Frage ist natürlich, hat er zu spät reagiert? Und vor allem für ihn, dazu hat er gelockt, wer ist dann? Was bedeutet das für ihn persönlich? Wir sind ein bisschen den Trick der Politik aufgesessen, für ein paar Tage das Versagen voll auf die Person Tönnies zu lenken. Und das hat in der Öffentlichkeit natürlich grandios funktioniert. Ja. Tönnies ist der Buhmann, der Sündenbock.